Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen. Ja, mal wieder ein super Einstieg, so kennt man mich, zum nächsten Livestream der Deutschlandkarte. Ich freue mich sehr, dass ihr schon zahlreich dabei seid. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Wie immer, gebt mir mal eben schnell ein bisschen Feedback, ob man mich gut verstehen kann. Ja, ein bisschen Chaos hier am Anfang mit der Kamera hier bei der Mitfahrt. Das tut mir leid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und dann machen wir gleich wie immer die Begrüßungsrunde, wenn ich Feedback habe, ob man mich gut hören kann. Ton passt auf jeden Fall, sagt Familie Klingel. Das freut mich sehr und auch der PQ sagt, man hört dich gut. Sehr, sehr schön. 70 Zuschauer, ich werde bekloppt. Der Stream geht 3 Minuten. Ihr seid unfassbar bekloppt, im positiven Sinne natürlich. Und ja, wer von euch guckt heute nach dem Super Bowl, wer tut sich das an und ist morgen tot nach 2-3 Stunden Schlaf oder hat sich sogar für morgen freigenommen? Und die Frage wird kommen, für wen ich bin. Ich bin für keinen. Ich freue mich einfach immer auf dieses Event. Immer, ja, das muss man den Amis echt lassen. Also Show können die auf jeden Fall. Da kann man nichts dagegen sagen. Erreichen wir heute die 30.000 Abos? Ich hoffe doch sehr. Es fehlen jetzt noch tatsächlich, ich gucke noch mal ganz fix rein, es fehlen jetzt noch 6 Abos. 6 Abos zu den 30.000. Ich werde bekloppt. 30.000, gestern Morgen waren es noch 29.917 und jetzt werden es gleich 30.000 sein. Der Hammer. So, machen wir mal eine Begrüßungsrunde. Gehen wir mal rein. Wo fängt es hier an? Werde ich das Safe-Game veröffentlichen? Nee, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil wir ja Mods haben, die es nicht so öffentlich gibt. So, der Dirk Lewe ist da, der sagt, der Zugspieler grüßt alle Narren auf diesem Kanal, also für alle, die Karneval mögen und das auch feiern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, ich kann damit leider überhaupt gar nichts anfangen. Der Sascha Walter ist da, der Slin0808 ist da, der GIF, Zecke Tobias, ich grüße dich, Esther85, der Lahilos, Familie Klingel, treues Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal, genauso wie der Philipp Sänger und der Raphael, auch seit gestern Kanalmitglied bei mir, der Stefan Kleiner, der Thomas Schuller, Yoshis Züge aus Dresden, der P. Cool, der Luca, der Nico. Vielen lieben Dank nochmal, der hat mir heute Morgen im Livestream vom guten Checo Place, hat er eine Tasse vom Checo gewonnen und wem hat er sie überreicht als Dank für die Mod-Vorstellung? Mir, Nico, nochmal vielen lieben Dank dafür. Der Felix Trautzer ist da, der André Richter, der Veit, auch ein Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal, der Sven Bühnen, der Christian, der Sio, Reximon, dann haben wir den Andreas Rothmann, den Blue Entertainment, den Leon Kaschmarczyk, habe ich das richtig ausgesprochen, Alexander Kraus, Lok Lukas, der Xamusi X, der Ozin Hartmann, The Perfect Pilot ist da, der Felix Trautzer, Olaf Ulbrich, der Christian ist da, der Henrik Benin, auch ein Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal. Und dann hätten wir alle soweit durch, der Ibimsi. Mein Gott, der Chat hört gar nicht auf. Ich stinke es da. Ich hoffe, das ändert sich. Der Schmickis, auch ein treuer Zuschauer. Tim Mettler. Der RS Products. Der Mario Tator, ein Ehrengast. Mario Tator, mein Lieber. Ich grüße dich. Roy Schulze. Der Nurgül. Und der gute Mike, 218908. Auch ein treues Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal. Ja, natürlich begrüße ich auch alle, die das Ganze im Nachhinein schauen, nicht schreiben können, wollen, keinen Bock haben, nicht dürfen, wie auch immer. Und ja, was machen wir heute? Wir machen in Essen und Bochum hier die Hochbahn. Puh, das wird lustig, aber wahrscheinlich auch spaßig. Wird hier am Bahnhof vorbeiführen, hier drüben. Ich hatte ja den großen Busbahnhof heute in der Folge, die heute kam, hier gebaut. Ich habe zweimal Christian gesagt. Oh, na, doppelt hält besser.
Deswegen bauen wir die nicht hier in Essen am Hauptbahnhof. Ich werde hier drüben die Trams halten lassen, wenn das irgendwie möglich ist hier mit dem ganzen Stau. Und hier drüben wird die Hochbahn hinkommen. Ich werde das hier alles umbauen. Also hier werden wir einen großen Tabula Rasa machen. Hier werden wir alles abreißen. Wie viele Abos noch zu den 30k? Noch drei. Drei Abos noch. Kannst du mich bitte grüßen nach Heidelberg und alles Gute zu den 30k? Esther, viele liebe Grüße nach Heidelberg. Selbstverständlich. Gif, dich grüße ich auch. Warum hing dein Stream 5 Minuten zurück? Warst du nicht auf Live, sondern keine Ahnung, das weiß ich nicht. Welche Mods benutze ich? Das ist zum Beispiel dieser Bahnhof hier vorne. Der da. Den gibt es zum Beispiel nicht öffentlich. Und noch die eine oder andere, die ich aber bisher wahrscheinlich noch gar nicht verbaut habe. Lessikova, ich grüße dich. Du hast es auch mehr als verdient. Kanalmitgliedschaft mache ich dann auch, wenn es beim Checko wieder soweit ist und gebucht wird. Aber kannst dich drauf verlassen. Ach, Nico, alles gut. Wer hier Mitglied wird oder nicht, das kann er selber entscheiden. Wer Bock darauf hat, der kann das natürlich gerne machen. Gucken wir nochmal nach den Abos. Einer fehlt noch. Ein Abo fehlt noch. Leute, noch ein Abo. Wer erklärt sich bereit dazu zu abonnieren? Wer hat es noch nicht gemacht? Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch, bevor wir hier loslegen. Ich bin echt, das ist 30.000 Abonnenten. Fehlen noch 70.000, bis ich dann Facecam mache. Mein Versprechen steht immer noch, ab 100.000 Abos gibt es eine Facecam. Egal, ob ich dann 70 bin oder nicht, dann gibt es eine Facecam. Ich glaube, 380 Mods habe ich hier mittlerweile aktiviert. Guten Abend, Roadrunner, mein Freund. Und da wären die 30.000. 30.000 Abonnenten. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Boah. Herzlichen, herzlichen Dank an jeden Einzelnen von euch. Das ist ja, also dass es jetzt so schnell geht. Wie lange sind wir jetzt live? Nicht mal 10 Minuten. Oh, ich werde bekloppt. Ich bin gerade so ein bisschen, ja, so ein bisschen feuchte Augen. 10.000, 1.000 damals war schon krass. 10.000 war noch krasser. Ja, ich kann nur Danke sagen. Ich kann immer nur sagen, ihr seid absolut bekloppt, dass ihr so einen stinknormalen Typen, der in Kassel wohnt, hier in seinem Büro sitzt und ein paar YouTube-Videos aufnimmt, so die Treue haltet, so supportet und gerade was Anfang dieses Jahr los ist, so einen Jahresstart hatte ich noch nie. Es ist absolut krank. Danke, danke für eure Glückwünsche. Aber ihr seid das, nicht ich, das seid ihr. Der Wahnsinn, das ist klar. Man sagt ja immer, ne? Wenn ich keinen Content machen würde, könntet ihr mich nicht abonnieren. Aber ja, wenn ihr nicht wärt, dann gibt es mich auch nicht hier. Dann würde ich weiter vor mich selber hier hinklabüstern und spielen. Aber so macht das halt zehnmal mehr Spaß, ne? Mit euch zusammen. Einfach nur genial. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle Glückwünsche. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Veit, du Verrückter. 5,99 lässt der Veit als Donation da und schreibt Glückwunsch und Glück. Was? Glück und Schuld, du. 30k, okay. Dankeschön, er war wahrscheinlich genauso aufgeregt wie ich, als er das geschrieben hat. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Veit. Checo wollte auch noch vorbeikommen, den habe ich auf Discord geschrieben. Hat nicht geklappt, wir hatten ja heute Morgen, es war ein geiler Stream heute Morgen beim Checo, der wäre fast vom Stuhl gefallen, so haben alle rein supportet. Das war echt lustig. Er wollte heute noch vorbeikommen, ich habe gefragt, ob Discord klappt, er hat gesagt, nee, heute nicht, aber er wollte vorbeikommen für ein paar Minuten und wollte sich revanchieren für heute Morgen. Ja, mal gucken, wann er reinschneit. Er hat es mir versprochen. RS Products, vielen lieben Dank für deine Kanalmitgliedschaft und den Support. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mir auch überlegt, ich werde jetzt immer mal wieder von Zeit zu Zeit für Kanalmitglieder immer mal Screenshots posten, so bevor die Folgen kommen oder
Also es wird definitiv keine Zusatzvideos geben für Kanalmitglieder, also keine Videos, die nur Kanalmitglieder schauen können, sondern jeder kann alles sehen, egal ob er hier eine Mitgliedschaft da lässt oder nicht. Checo Place, vielleicht kommt er ja noch. Checo, mein Lieber, ich grüße dich. Ich habe die 30.000. Ist das nicht genial? Ich werde bekloppt. Schön, dass du reinschaust, mein Lieber. Schön, dass du dabei bist. Ja, was ich noch sagen wollte, ich werde aber vorab immer mal nur für Kanalmitglieder im Community-Tab ein paar Screenshots von der Karte posten, so als, ja, als Schmankerl. Ne? Das wird es geben, aber es wird keine exklusiven Videos nur für Kanalmitglieder geben. Das wird es nicht geben. Der Jacko. Vielleicht, aber nur vielleicht kommt er noch. Ja, schön, dass du reinschaust. Du schuldest ihm noch eine Mitgliedschaft. Na, er schuldet mir nichts. Das ist ja alles freiwillig. Also ich erwarte jetzt nicht, dass der Checo hier auch eine Mitgliedschaft da lässt. Wie ich ihn kenne, wird das zwar trotzdem machen, aber das ist jetzt keine Erwartung von mir. Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ich baue mal los, würde ich sagen. Ich habe, bevor wir das machen, ich habe mir diese tolle Brücke, die ich heute Morgen beim Checo im Stream gesehen habe, die habe ich mir jetzt mal geholt. Die habe ich ja auch heute in der Mod-Vorstellung gezeigt. Das war diese hier. Ne? Dann habe ich aber auch noch diese hier. Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich hatte eigentlich die hier abonniert. Diese. Ja, sind wahrscheinlich auch die dabei hier. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, dass wir jetzt ein paar mehr Brücken haben. Gerade die gefallen mir gut für Schnellfahrstrecken. Wenn die hier so nebeneinander, hintereinander bastelt. Warte mal, haben wir nochmal weg. Sehr, sehr genial. Das sind so. Ja, ich kann sie nicht aussprechen. Es sind chinesische Brückenbauwerke, also aus China. Wie die genau heißen, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann kein Chinesisch. Aber wenn man die hier so hintereinander baut, ist das schon genial, ne? Ja, hat er gesagt. Und die fünf Mitgliedschaften, die sind geschenkt. Das ist ja, das ist Ehrensache. Der Checo, na, was ist nu? Oh nö, jetzt ist das nicht schon wieder abgestürzt, oder? Nee, Glück gehabt. Nur wenn das Spiel einfriert, kriegt man einen Herzinfarkt. Das geht aber. Lightning McQueen, jetzt wird's aber ganz bekloppt. Geht das so, wie es beim Checo heute Morgen aufgehört hat, geht's jetzt hier weiter? Ihr seid doch wirklich wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, Lightning McQueen. Nö, Lock Lukas, ich kann dir aber versichern, jetzt sind sogar 30.003 Abos. YouTube braucht da immer so ein bisschen. Deine Meinung zu den neuen TSW-Strecken aus Österreich? Ja. Rosenheim-Salzburg war klar, dass jetzt die Semmeringbahn kommt. Ja. Das ist jetzt keine Ahnung. Und dann auch noch von, jetzt habe ich den Namen sogar vergessen vor lauter Aufregung hier, von Skyhook Games. Uiuiuiuiui. Naja. Checo, mein Lieber. Ehre geht raus. Vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Deine Leitung klemmt. Ja, die Nachbarn gucken wahrscheinlich ein paar Filmchen auf Netflix, ja? Membership ist leider die einzige Spende, die mit PayPal geht bei YouTube. Braucht da nichts extra für. Würde sonst wohl eher mit einem Superchat. Alles gut. Alles gut. Also ich erwarte ja gar nichts. Es ist alles freiwillig. Ihr seid einfach der Knaller, was ihr hier gerade raushaut. Das ist ja wirklich. Ich verstehe nicht, wieso Skyhook Games nicht einfach mal ihre Sachen fixt. Wie kann es sein, dass es trotz der Kritik darauf scheiße und einfach eine neue Strecke? Ja, sehe ich genauso, Jona. Moin, Markus Brun. Ja, den Autosave an, da hast du natürlich recht. Alte Rakete. Checo, du bist die Rakete. Definitiv. Also wir müssen uns echt mal treffen. Wie es hat meine Frau schon gesagt, das hier Sofa ist auch bereit, falls du hier schlafen willst. Bist du bekloppt, Checo? Jago, hast du denn nicht mehr alle Latten am Zaun? Der verschenkt einfach 10 Mitgliedschaften. Der macht Playing, der Luca, der Christian, der Markus Brun, der Thomas Schuller, der Marcelan Solles, der Orik Fauste, der Fabian, der Wolfgang U und der Ralle sind jetzt Kanalmitglieder hier auf dem Kanal. Das ist.
Ihr habt doch alle nicht mal alle Latten am Zaun. Ich kann gar nicht mehr streamen. Ich fall hier um. Ich fall hier einfach um. Ich bin gerade echt ein bisschen sprachlos. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Checko, du Verrückter. Ist das zu fassen, sowas? Ja, ich bin gerade sprachlos. Ich muss mal an meinem Kaffee nippen. Ja, ist glaube ich besser, dass wir mal in den Zug einsteigen, nicht dass ich hier noch umfalle. Steigen wir mal in die S-Bahn ein. Er ist aber die falsche, die ist rangezoomt, da haben wir diese Grafikfehler. Ja, bist du denn bescheuert? Das dürfte die richtige sein. Genau. Danke Matrix, danke, danke, danke. Danke Flo. Ich bin Bürohengst, Jona, hauptberuflich. Der Checko. Was für ein Ehrenmann. Wisst ihr, ja, es ist ein Stream, wo wir Transporte überspielen wollen, aber ich muss euch mal ganz kurz was sagen. Ich habe das schon so oft gesagt. Ich zocke, seit ich 10 bin, angefangen mit Super Nintendo. Und dann aus Jux, weil ich damals Heisenberg Zock geguckt habe, einfach mal YouTube-Videos hochgeladen. Ich war damals krank. Ich war psychisch krank. Ist ja kein Geheimnis, kann man auch zu stehen. Einfach überarbeitet, zu viel zugemutet. Und dann hat die Psyche gesagt, nö, nö, nö. Und dann dachte ich mir auch, lädst du auch mal was hoch. Und das kam am Anfang sogar richtig gut an, wo ich mir dachte, wow. Und dann ist das daraus entstanden, was wir heute erreicht haben. Das ist, boah, ich muss mich echt gerade zusammenreißen, ohne Scheiß. Das bedeutet mir echt viel. Und da bin ich auch so offen, kann auch jemand lachen oder sonst was. Das ist krass. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist wirklich... Danke, Mike. Danke, danke, danke. Danke, Train-Fan. Ja, Bürohengst, Thomas. Du bist Lokhengst. Geht bitte alle, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, zum Checko rüber. Checko Plays, ein feiner Kerl. Nicht nur wegen den 10 Mitgliedschaften, 11 ja eigentlich mit seiner eigenen. Er ist halt einfach ein cooler Typ. Macht super Content. Immer nett und freundlich, immer gute Laune. Zuerst die 200-Euro-Spende für Checko Plays und jetzt mit den 30k. Wer hat denn 200 Euro bei Checko gespendet? Ich werd bekloppt. Ja, Luca, 100 Abos, das ist... Man denkt immer, wenn man so im Sumpf von YouTube schaut, oh, 100 Abos, das ist ja nix. Aber stell mal 100 Leute vor deine Haustür. Es hört nicht auf. Stefan Kleiner, vielen lieben Dank. 10 Schweizer Franken einfach donated. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt ist die Nachricht weg. Wie lache ich denn? Da ist sie. Jetzt ist das Herz dran. Tja, Checo. Ob ich die verdient habe, weiß ich nicht, aber sie sind auf jeden Fall da. Und ja, 30.000 Abonnenten können ja nicht lügen, ne? Also definitiv mindestens bis 11 Uhr streame ich heute. 30.000 Kanalmitgliedschaften, ja, dann. Ja. Ich habe ja immer noch mal den Traum, auf die Malediven zu fliegen. Doch könnte ich da wahrscheinlich mal hinfliegen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, David Guetta hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem guten Checko. Aber ja, ist gerade so ein bisschen untergegangen. Stefan Kleiner, vielen lieben herzlichen Dank und Grüße in die Schweiz. Danke, danke, danke.
Der Dominik schreibt, cool, endlich erwische ich dich mal live. Auch das Checko da ist sehr coole Sache, euch beiden zuzuschauen. Macht einfach Spaß. Danke und bitte weiter so und Glückwunsch zu den 30k. Vielen lieben Dank. Coaster Trainer schreibt, ich habe in einem Jahr 266 Abos gemacht und in letzter Zeit mit 14 Videos 23 Abos. Ja, herzlichen Glückwunsch. Geht gerne mal rüber zu ihm. Checkt ihn mal ab. Ich komme gar nicht zum Spielen, ne? Ich will ja auch keinen verpassen, der mir gratuliert. Der gute Viet Lix schreibt auch, herzlichen Glückwunsch. Hast es dir verdient. Dankeschön. Naja, Checo schreibt, er keine Ahnung, wie du die Videos rausknallst. Guck mal, ich habe heute zum Beispiel diese Brücke, die ich bei dir gesehen habe, ne? Habe ich mir abonniert. Und wir sind ja heute zu meinem Vater gefahren. Und dann habe ich, so eine halbe Stunde vorher habe ich zu meiner Frau kurz gesagt, ich mache mal kurz 10 Minuten ein Video und dann habe ich das schnell dazwischen geballert. Aber es geht halt nicht immer. Es geht halt mittlerweile besser, weil mein Sohn mittlerweile auch schon älter geworden ist, mehr Verständnis dafür hat, dass man mal ein bisschen leiser ist. Aber mit kleinen Kindern geht das halt überhaupt nicht, ne? Na, wollt ihr mich hier? Ihr macht mich fertig. Christian Köblinger, nächste Kanalmitglied bei mir auf dem Kanal. Vielen lieben Dank. Sascha Kobleiner schreibt, ich verfolge dich jetzt schon seit ca. 2 bis 3 Jahren. Das macht einfach Spaß, dir zuzuhören. Vielen lieben Dank. Dominik Schirmer, grüße dich. Der Henrik schreibt, Glückwunsch zu den 30k Abo Strain Gamer, als ich damals TPF angefangen habe. Habe ich zuvor kannte Zock geguckt, niemand schaffte 1 Kilometer langen Holzstahl in einer Staffel, damit habe ich privat angefangen zu zocken. Ja, der kannte es auch so verrückter. Ich bin bei 20.000 oder so als Kanalmitglied eingestiegen. Ja, Thomas ist schon ein lange Kanalmitglied, das stimmt. Trainee Checo und Hans Dampf sind die Besten. Ja, der Hans Dampf, dem gönne ich das auch total. Ich habe jetzt mal bei Social Blade geguckt. Der hat ja teilweise 60, 70, 80.000 Aufrufe am Tag mittlerweile, gerade durch seine U-Boot-Videos, dem gönne ich das auch total, gerade weil wir damals zusammen angefangen haben, quasi mit Transport Fever, unsere Kanäle zu gründen. Wirklich klasse, also Hans ist auch ein ganz feiner Kerl. Train Gamer, kannst du bitte als erstes nach Berlin gehen und den Fernsehturm und den Brandenburger Tor und die Siegessäule bauen? Die habe ich tatsächlich nicht aktiviert. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber kommt noch, versprochen. Ich möchte mir irgendwann auch Transport für 2 holen, aber aktuell leider nicht die nötigen Mittel. Hast mein Abo-Coaster-Trainer. Das ist doch super. ...184 Zuschauer, der Wahnsinn. Der Hans, der kann's ja. Hans ist auch so in unserem Alter, ne, Checo? Hast du den eigentlich mal getroffen? Der kommt ja aus München. Der gute Hans. Schauen wir nochmal bei den Abos rein. 30.005 mittlerweile. Wahnsinn. Absolut. Der Wahnsinn. Krass. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Einfluss man eigentlich auf Menschen hat mit seinen Videos, ne? Wenn man so viele Menschen erreicht, das ist schon krass, ne? Was man eigentlich für Einfluss auf Menschen hat. Was würden die in einer halben Stunde, wo sie dein Video gucken, eigentlich sonst machen? Krass, ne? Stefan Meyer schreibt, Glückwunsch zu den 30k, verdient habe auf der Map nun die 6 Millionen Passagiere befördert. Ist bei dir Fehmarn auch falsch geschrieben? Und der Tramador musst du checken. Ja, da, ich habe deinen Kommentar vorhin schon noch gesehen. Das machen wir gleich noch. Der Hans ziert sich noch, okay. So, jetzt legen wir aber los. Wenn ich irgendwas im Chat übersehe, es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Hier war irgendwas falsch, ne? Hier hatte ich irgendwo keine Oberleitung, ne? Wo war das? Ach du liebe Güte. Ich gucke ab und an natürlich mal in den Chat. Stefan Meyer, wo waren das?
aber Checo, nochmal zu deiner Frage kurz zurückzukommen. Meist nehme ich, also morgen kommt ein Video von der Usedom-Karte und eventuell noch ein Video zu Dovetail Direct, also der Roadmap, die heute quasi kam. Aber sonntags ist eigentlich so mein Abend, wo ich Videos aufnehme. Zwei, drei Folgen Deutschlandkarte, dann noch eine Fahrt von TSW4. Das dauert so meist so ja, zwei, drei, vier Stunden. Dann hast du ja schon mal ein paar Videos für die Woche. Und dann bin ich nicht mehr so im Stress und kann fürs Wochenende aufnehmen. Ja. Und so kleine Sachen wie zum Beispiel heute die Mod-Vorstellung von der Brücke, das geht ja schnell. Linie 2 und 4. Okay. Hier, ne? Wie ist die Oberleitung? Das verstehe ich nicht. Wo habe ich denn die vergessen? Ah, tja, ich euch nicht hätte. Der Marco K. haut einfach einen Fahrdienst leider raus. Leute, ich falle hier gleich vom Stuhl. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Marco. Unfassbar. Unglaublich. So, jetzt dürfte es aber gehen. Genau. Vielen lieben Dank, Stefan. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich in 100 Jahren nicht gesehen. Nee, zu der Usedom-Karte ist kein Livestream geplant. Die Straßen heißen Better Roads UK. Better, wie besser auf Englisch. Roads UK, UK. Ich fahre ja echt gleich vom Stuhl. Also wirklich. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, Hochbahn hier heute. Komme ich gar nicht zu. Pass mal auf, ich mache mal eine Abstimmung. Es gibt die Option, die Hochbahn hier. Und es gibt die Option, dass wir hier Flughafen reinbauen in Düsseldorf. Und die S-Bahn-Strecke, was ich ja heute in der Folge gesagt habe, hier abbiegen lassen, am Flughafen halten und dann noch nach Neuss. Dass wir das noch machen. Das können wir noch machen. Pass mal auf, ich mache mal eine kleine Abstimmung. Mit dem Publikum Umfrage starten. Was wollen wir machen? Hochbahn essen. Fast mein Mikro umgeschmissen. Hochbahn essen, S-Bahn nach Neuss oder Bahnhofsdeko. Stimmt mal fleißig ab, würde ich mich sehr freuen. Der nächste Marco K. 2 Euro. Mitgliedschaft, welche meinem künftigen Job gleicht. Ihr seid doch bekloppt, wirklich. Was bedeutet das, Mitgliedschaft, welche meinem künftigen Job gleicht? Ach so, Fahrdienst, ja klar, Bing. Ich bin so durcheinander. Ich bin so durcheinander. Ja, Checo, also wenn es warm wird, wenn ich zu dir komme oder du zu mir, dann sollten wir uns wirklich ein schönes Blondes reinhauen. Mein King, wie geht's mir? Mir geht's gerade sehr gut. Ich bin absolut überwältigt von meinen Gefühlen. Wie geht's dir? Münster ist auch dabei, ja. Münster ist hier hinten. Wird auch noch angeschlossen. Keine Angst, machen wir alles noch. Die meisten wollen tatsächlich die S-Bahn. Stimmt man noch ein bisschen ab. Aktualisiert sich der Chat nicht.
Navigator 180, 11,03 € entsprechend gut 30.000 Tansania-Schilling. Mach weiter so. Also gleich, wenn ich gleich nicht mehr rede für 20, 30 Sekunden, bin ich umgefallen. Man könnte die S-Bahn nach Neuss von Münster aus starten und von Norden durchfädeln. Könnte man, ne? S-Bahn nach Aachen mache ich nicht. Ich glaube, gibt es in der Realität auch nicht, ne? Fährt nur der Regionalexpress hin, oder? Nico Lolol, ja, mir geht's wie gesagt sehr gut. Wie geht's dir? Moin Traingamer, schön, dass du live bist. Frage, wirst du von Fila, was? Von Fila eine Hauptbahn bauen? Von Fila? Was meinst du? Familie Klingel haut auch nochmal 2 € raus. Vielen lieben Dank. Er schreibt einfach nur Glückwunsch zu den 30.000. Einen Monat gehen die. Einen Monat, also 30 Tage dürften das sein. Ja, ich denke mal, die Deko. Ich guck nochmal eben, was die Umfrage sagt. Ja, wir machen die S-Bahn Neuss. 99 Stimmen. Bahnhofsdeko sind tatsächlich nur 7% und die Hochbahn Essen 41. Bahnhofsdeko mache ich dann wahrscheinlich die Woche über in dem Video. Genau, die S-Bahn fährt nur nach Düren, das weiß ich sogar selber von Trains in World. Aber ja, das machen wir jetzt nicht noch darüber. Oder könnten wir eigentlich, ne? Eigentlich haben wir hier noch ein Gleis frei. Gucken wir dann. Aber Traingamer, mach einen unterirdischen Bahnhof am Flughafen. Hast du einen Umstieg zum Terminal? Doch in der Nacht fährt die S19 nach Aachen. Okay. Das freut mich, Nico, dass es dir gut geht. Es wird auch noch Schnellfahrstrecken geben, aber da haben wir jetzt ja eigentlich 20, 25 Folgen lang rumgebastelt. Es wird noch eine geben, die von Thomas. Leute. Der Thomas hat auch nochmal 5 € raus. Nochmals herzlichen Glückwunsch zur 30.000. Hast du dir wirklich verdient. Ich wechsle mal zu Twitch in den Just Chatting Abschnitt, weil irgendwie kommen wir zu gar nichts. Ne? Der U-Bahn haben wir ja in Berlin. Ich wollte jetzt auf jeden Fall in Hamburg und hier im Ruhrpott auch eine Hochbahn bauen. Ich heiße Patrick Vincent. Das ist aber schon lange bekannt. Markus Brun auch noch 5 €. Leute. Wollt ihr mich fertig machen? Glückwunsch, mach weiter, so schreibt er. Ich bin fassungslos. Vielen, vielen lieben Dank an jeden. Aber auch an jeden, natürlich an jeden, der überhaupt einschaltet, liked, abonniert. Alles macht, was mich unterstützt. Das ist unfassbar. Wir bauen jetzt die S-Bahn. Auf geht's. Ist die Frage, bauen wir den Flughafen hier? Wenn wir so gucken, auf die rechte Rheinseite oder auf die linke? Weil hier wird, das wird zusammenwachsen, dann steht der Flughafen direkt in der Stadt. Schreibt mal eine 1 in den Chat, das habe ich heute vom Checo gelernt. Eine 1 in den Chat, wenn der rechte Seite. Also hier. Ja, die meisten schreiben 1. 1, 1, 1, 1. Dann bauen wir den Flughafen hier drüben hin. Dann nehmen wir aber hier mal die Felder raus. Ist, glaube ich, auch besser, ne? Dann müssten wir aber eigentlich auch. Eigentlich
Eigentlich müssten wir dann auch eine S-Bahn von Köln hierher schicken. Obwohl die S-Bahn von Köln, die können ja alle hier umsteigen oder in Essen umsteigen und dann hier mit der S-Bahn herfahren. Das geht ja eigentlich auch. Sollte ja kein Problem sein. 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir mal den Flughafen. Güter? Nein, Passagierflughafen. Gibt es da eigentlich auch coole Mods? Das weiß ich gar nicht. Ich baue viel zu selten Flughäfen, als dass ich das wissen sollte. Strecki, guck mal in der Videobeschreibung. Da steht, was ich für ein System habe. Landerichtung. Landen wir von rechts. Da hinten raus. Die S11 fährt von Köln aus zum Düsseldorfer Flughafen. Gibt super Mods bei Flughäfen. Nehmen jetzt hier einfach mal das Standardding. Ist nur die Frage, wie wir den bauen, ne? Mal gucken. Die S-Bahn soll ja schon noch. So, was, wir bauen den hier hin. Aber ich wollte mir mit der S-Bahn. Pass auf, wir fahren jetzt mit der S-Bahn bis nach Düren. Dann könnte man nämlich den Flughafen so bauen. Und dann hätten wir einen S-Bahn halt hier in Neuss. Für den Flughafen und für Neuss selber. Vielleicht ein guter Plan, oder? Hauen wir den hier hin. Nico, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass TSW5 rauskommt. Das hoffe ich nicht. Jetzt habe ich doch nur ein Terminal gebaut, ne? Hauptgebäude. Ne, zwei Terminals, okay. Aber wir brauchen natürlich noch eine Landebahn. Ja. Flughafen. Einmal gelandet. Brauchen wir noch ein Landungsfeuer hier. Die KVV-Trams habe ich noch gar nicht. Danke, Denton. Danke, danke für deine Glückwünsche. Das ist aber echt wenig, ne? 99, was ist denn das? So ein Hauptgebäude. Ich das hier noch hinflansche, hat das dann Auswirkungen? Ja. Okay, dann haben wir 600. Mach's gut, Jona. Schön, dass du da warst. Danke, Tim. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Freut mich, freut mich, freut mich immer wieder. Ich kann das immer noch nicht glauben, also. Vielleicht merkt man mir das auch an, dass ich einfach nur baff bin. Also wenn das heute mal so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Ich ein bisschen ruhiger bin oder durcheinander oder was auch immer, dann wisst ihr, woran es liegt. So, ich würde jetzt hier tatsächlich. Ja gut, Rosenheim-Salzburg ist ja schon ziemlich lang mit fast 90 Kilometern, ne? Mach das, Stefan, das wäre super. Sehr lieb von dir. Guten Abend, Frank. Guck mal, wir ziehen das jetzt hier raus. Ich habe da nämlich folgenden Plan. Da hier echt nur die S-Bahn hält, die dann nach Düren fährt. Bauen wir hier einfach die Station als kleinen S-Bahn-Halt. Machen wir mal 200 Meter. Nehmen hier das rote Design.
die Move-It-Mod aktiviert? Ja, perfekt. Thomas, wie ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, weil ich das erste Mal gesagt habe, aber ich habe mal gesagt, und da stehe ich zu, wenn ich irgendwann mal 100.000 Abos habe, dann gibt es ein Face-Reveal. Und bei 50.000 gibt es ein Bild, wo man mich nicht so richtig erkennt, aber schon so ein bisschen. D-Ray Valley, Nico, steht zurzeit nicht auf der Agenda. Kannst du gerne machen, mein King, über meine E-Mail. Es gibt ganze Deutschland Maps, Christian. Aber ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich will jetzt nicht sagen, die sind nicht schön, aber die hier hat mir am besten gefallen, sagen wir es mal so. Das ist dann neutral ausgedrückt, denke ich. So, dann nehmen wir die schönen Gebäude hier auf beide Seiten. Wir machen an die Seite noch. So, jetzt hat sich mein Herz ein bisschen beruhigt, nachdem ihr da ja donated habt ohne Ende. Ach. Ich habe keinen Kanal auf Twitch. Twitch mag ich nicht so. Genau, noch ca. 70.000 Abos. Ich kann es euch auch ganz genau sagen. Es sind jetzt noch 69.992. So, ich denke, das ist ganz cool. Das nehmen wir hier einmal raus. Pass auf, wir move das Ganze erstmal. Constructions. Und dann. Yep. Verbunden. Schön. Können wir noch ein Stück moven. Kannst du bitte über Aachen noch Herzogenrath platzieren? Ein Fan-Treffen in mehreren Städten. Die steht in meiner Kanalbeschreibung, mein King. Nein, neue Städte werde ich nicht platzieren, genau. Da hat der Daniel recht. Ja, das ist unser Bahnhof hier. Den haben wir jetzt erstmal schön gemoved. Dann brauchen wir noch Fahrstühle. Ein paar Wartemöglichkeiten. Damit wir auch Bahnhofsanzeige haben. Ne? Und dann haben wir hier schon mal schön am Flughafen den Haltepunkt. Ja, TSW Gamer, wie man das beheben kann. Keine Straßen mehr bauen, das ist, glaube ich, das Beste. Das Problem habe ich auch immer, das ist halt übel. Deine Videos beruhigen mich immer, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ich werde bekloppt. Das ist ja schön zu hören, dass ich... Ja, ich habe das schon oft gehört, ich hätte eine beruhigende Stimme, nehme ich selber gar nicht so wahr. Mach doch eine Ringbahn, die vom Flughafen einmal über Neuss... Dann Köln Hauptbahnhof, dann Köln Messe Deutz, dann Düsseldorf Hauptbahnhof und dann wieder Flughafen. Stimmt. Könnte man eigentlich machen, ne? Könnte man wirklich machen. Ist gar keine schlechte Idee. Ist sogar eine sehr gute Idee. Oder wir fahren hier Düren, Kölle, Deutz und dann hier
hier rum. Echt eine gute Idee, ne? Eins mal in den Chat, wenn ihr das wollt. Und zwei, wenn ihr sagt, nö, das ist schlecht. Also so eine Ringbahn. Hier. Die Straßenbahn der RNV sagt mir gar nichts. Puh, Alter, haben nur mal etwas Beruhigendes an sich. Gelernt habe ich tatsächlich Bäcker. Dann habe ich 10 Jahre im Getränkemarkt gearbeitet und dann habe ich umgeschult. Ja, wir hatten das mal, dass ich Hörbuch machen soll, Thomas, genau. Ja. Das war eine gute Idee, lieber Luca. Aber bevor wir das machen, ich muss mal Stress pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Ich setze euch mal so lang in den Twin Decks. Und ja, bin gleich wieder da. So, da wäre ich wieder. Schnell mal Wasser gelassen. Und jetzt kann es losgehen. Gratulation, auch wenn ich jetzt erst dazugekommen bin. Vielen lieben Dank, Martin. Und da kommt er jetzt. Lightning McQueen, Hilfe! Jetzt weiß ich, warum du mir sympathisch bist. Ich bin auch gelernter Bäcker. Hatte nach 15 Jahren allerdings das frühe Aufstehen satt. Ja, Lightning, ich habe meine Ausbildung noch beendet, hatte in der Ausbildung eine Mehlallergie bekommen. Richtig krass, habe die Ausbildung aber noch fertig gemacht, weil es nur noch ein halbes Jahr war. Und dann musste ich mich umorientieren, stand natürlich ohne Ausbildung quasi da. Dann erstmal ein paar Minijobs gemacht und dann bin ich ja nach Kassel gezogen, der Liebe wegen. Habe dann hier im Getränkemarkt angefangen, aber nach 10 Jahren, ähnlich wie bei dir, war mir das Kistenschleppen dann satt. Wie gesagt, bin dann auch krank geworden. Und dann habe ich umgeschult über die Rentenversicherung. Jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden. Vielen lieben Dank, vielen, vielen lieben Dank. Finde deine Videos tatsächlich auch beruhigend. Als ich mies Schmerzen hatte wegen der OP, habe ich bis zum Pennen deine Videos durchgerechnet. War eine super Ablenkung. So waren die Schmerzen ertragbar. Vielleicht sollte ich mal ASMR machen. Was haltet ihr davon? Euch in den Schlaf reden. Was haltet ihr davon? Wäre doch auch mal eine schöne Idee, wenn ich so rede und dann noch ein paar Tingles einbaue. Das wäre doch was, oder? Na, ich glaube, da haben, ja, das soll, bitte, das soll jetzt nicht
in irgendeiner Weise frauenfeindlich oder sonst was sein, aber ich glaube, da haben Frauen einfach die beruhigenderen Stimmen und das kommt einfach besser an. Glaube ich einfach. Danke, RWL. Wir kommen hier zu gar nichts, ne? Also ich will hier keinen vom Kopf stoßen, deswegen lese ich alles in den Chat. Woher kommst du denn, wenn ich aus... Ich komme aus Kassel, Fabian. Mach's gut, Thomas. Schön, dass du da warst. Danke für deinen Support und ja, danke für deine Glückwünsche und gute Fahrt morgen um 3 Uhr. Eieiei. Ich weiß nicht, kennt ihr KJMG? Der macht Formel 1 Content. Kennt ihr den? Der hat jetzt auch die 100.000 erreicht. Der hat tatsächlich geweint, als er den Playbutton vorgestellt hat, weil dem geht es ähnlich wie mir. Hat irgendwann mal mit YouTube angefangen, sein Ziel waren die 100.000 und als er das erreicht hat, angefangen zu heulen. Muss man sich nicht für schämen. Wäre nicht das erste Mal deine Stimme und die Musik von TWF2. War das gerade ASMR? Das klang gut. Leute, jetzt schäme ich mich gleich rot. Ich hatte vor 2 Jahren eine Zahn-OP und deine Videos habe ich vor der Operation geschaut und habe dann vergessen, dass ich in der Zahnklinik. Jetzt ehrlich? Danke, Thomas. Danke, Thomas. Ja, ist okay, Thomas, wollte ich eigentlich sagen. Ich bin in freudiger Erwartung. Schaust du auch Lightning McQueen? Ja. Cooler Typ. Ja, genau, dein größter Fan. Mach ich später, mein King. Mach ich, mach ich, mach ich. Schau mal auf Google nach einem Bild der Straßenbahn der RNV. Mache ich auch später. Ist notiert. Alles Gute zu den 30k. Danke, Nico. Ja, den Flirt von Cantus, das wäre auch schön, ja. Mach's gut, Dark Dragon. Schön, dass du da warst. 200 Kühe melken im Nebenjob. Oh, auch schön. Ja, die haben gerade echt gute Angebote bei TSW. 4 Euro für die linke Reihenstrecke ist geschenkt. Ein Track Gamer ASMR Channel. Ich glaube, ich mache das mal aus Spaß. Das würde ich ganz ehrlich erstmal nur für die Kanalmitglieder machen und die können das bewerten, dass es erstmal in so einem kleinen Kreis ist und dann, wenn die sagen, yo, dann Abfahrt. Guten Abend, Space Monkey. Schön, dass du reinschaust an diesem absolut kranken Abend im positiven Sinne. Es ist hier, ist was los, das glaubst du gar nicht. Du hast schon eine Menge verpasst. So, jetzt aber, jetzt. Ihr habt die 1 in den Chat gehauen. Wir bauen jetzt hier die S-Bahn. Da müssen wir mit den Gleisen aber einmal hier rüber, ne? Das ist aber gar kein Problem. Wir wollten ja hier die Schnellfahrstrecke, wollten wir eh in den, also nicht wir, sondern ich, wollte die in den Tunnel hauen. Hi, J-Pro. Was für ein Abend. Also das ist der krasseste Stream seit ganz langen Zeiten. Wenn es mal einen krasseren gab, habe ich den schon wieder vergessen. Also ihr seid der Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Falls ich jemanden damit auf den Senkel gehe, dann tut es mir leid. Aber es ist halt einfach so. Ich bin da so dankbar. Man sollte nie vergessen, wo man herkommt. Und man sollte nie vergessen, dass nichts im Leben Gott gegeben ist. Man muss sich alles entweder hart erarbeiten oder viel dafür tun. Und ja, einfach nur vielen lieben Dank. So, haben wir hier den Tunnel. Ja, dann nehmen wir die Gleise hier, ne? Da warte ich auch drauf, TSW Gamer. Eine Strecke von Kassel nach Göttingen, das wäre absolut genial. Oder von Bebra nach Göttingen, das wäre auch super. Oder Bebra nach Kassel. Gerade die Strecke, die Hauptstrecke von Kassel nach Göttingen, ist einfach auch eine wunderschöne, ne? An der Fulda entlang. Wie kann man so viele Abos bekommen? Viel, viel Content machen, immer an sich arbeiten
Und gerade auch mit der Community interagieren und auch schätzen, dass man eine Community hat, das ist das Allerwichtigste. Ja, kann man. The Perfect Pilot. Die beiden Shader kann man zusammen verwenden. Genau, Fabian. Der Chef muss jetzt bauen. Jetzt aber Ruhe hier. Aber mal absolut Spaß. Aber es stimmt schon, wir wollen ja auch was bauen. So, die S-Bahn, die knüttelt hier lang. Und dann fahren wir mit der S-Bahn einmal hier rüber. In die Kurve. Aber nicht nach unten. Warum will er jetzt nach unten fahren? Das möchte ich eigentlich nicht. Machen wir hier mal einmal planieren. Die ersten Schienen, die wir hier im Stream verlegen, nach ja, fast einer ganzen Stunde. Aber das ist halt auch Stream, ne? Ist halt auch einfach schön, dass man mal mit der Community interagieren kann. Ich habe 1000 Stunden in TPF 2 und du? Ich habe fast 2000 jetzt schon. Herzlichen Glückwunsch zu den 30.000 Abos. Danke, sowieso Slami-Fan. Ahoi Patrick, habt ihr die Idee mit dem Überwerfungsbauwerk am Dresdner Hauptbahnhof mal durch den Kopf gehen lassen? Sind schon einige Folgen zurück, in der ich die Idee mal genannt hatte. Oh, es tut mir leid, Sir Ramsek, ich kann mich nicht mehr erinnern. Sio Reximann, das ist der 30k Livestream. Wir haben die 30k schon. Passt mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir fahren hier ins Kürfchen rein. Nach unten. Mit der S-Bahn. Ich meine, das ist ja eine S-Bahn. Genau, Jojo, genau das hatte ich jetzt vor, dass wir hier noch einen Bahnhof hin platzieren. Bevor wir rüberfahren nach Neuss. Hier wird die Stadt ja eh noch wachsen. Da ziehen wir jetzt mal, also wir bauen jetzt hier den Bahnhof. Ne, falscher Reiter. Dann nehmen wir, also ich finde, das passt halt einfach. Diese deutschen Bahnhöfe passen perfekt als S-Bahnhöfe. Dann nehmen wir aber hier wieder das Dunkle, oder wir nehmen 2000 Dunkel. Knallen den hier rein. Kein Problem, Esther, kein Problem. Mach's gut, Familie Klingel. Schön, dass du da warst und vielen lieben Dank für deinen ganzen Support. Grüße gehen nach Schweden. Wie viele Abos hattest du nach einem Jahr? Puh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Das ist ja jetzt auch schon 7 Jahre her. Das ist, ja, nicht mehr für mich nachvollziehbar. So, was nehmen wir hier für ein Gebäude? Für ein Gebäude, für ein Gebäude. Mal das versuchen. Das war ich auch ganz cool für so einen kleinen S-Bahnhof. Wartet mal, bevor hier irgendwas passiert. Erstmal machen wir hier Autosave wieder an. Dann speichern wir manuell. GTA 1070, muss ich gerade auch innerlich kurz schmunzeln. Ich meine natürlich eine GTX 1070. Richtig, Eulo. So, bevor wir jetzt hier irgendein Gebäude bauen. Nicht, dass es wieder abschmiert, hatten wir ja erst, ne? Das hier. Zack. Sollte aber gehen, ne? Genau, das geht. So. Und auf die andere Seite bauen wir ganz stinknormal die hier. Zack. Ja, Mike, danke. Der Autosave ist der wichtigste von allen, ne? Ohne Autosave geht gar nichts. Fight. Boah. Veit hat abgegradet seine Mitgliedschaft nun auf den Fahrdienstleiter.
Vielen lieben Dank, Veit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, heute Abend gönne ich mir noch ein Bier oder so, damit ich schlafen kann, so aufgeregt wie ich bin. Das ist ja, also nee, wahrscheinlich nicht. Kommt der Super Bowl. Warum haben wir jetzt hier? Ach, die haben keinen Zugang, ne? Ach, das ist ja blöd. Diese Gebäude haben gar keinen Zugang. Vielen lieben Dank, lieber Veit. Spricht man es eigentlich so aus? Veit? Wahrscheinlich, ne? Natürlich schade, das Nebengebäude, das ist das Hauptgebäude. Da bauen wir hier das Hauptgebäude, das geht aber auch. Hauptgebäude, Nebengebäude, Nebengebäude. Das kann man auch machen. Genau, und jetzt haben wir hier auch den Zugang. Dann hauen wir das hier hin. Ich bin dein Schatten für Autosave. Wer war ich bei dem Stream dabei, als ich den Autosave vergessen hatte, eine Mod reingeladen habe und das Spiel geladen habe und über eine Stunde Bauzeit weg war? Schreibt es mal gerne rein in den Chat, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Ich werde das, glaube ich, nie vergessen. Du sprichst mich richtig aus. Das freut mich, Veit. Gut, der Sir Ramsey schreibt nochmal. Dir war aufgefallen, dass zwei deiner Linien in Dresden das Gleis 3 nutzen. Da meinte ich, lenke doch die Linie in Richtung Leipzig aufs Gleis 4, geht gleich weiter. Führe es per Überwerfungsbauwerk unter die Strecke Richtung Berlin hindurch, ans Brückenbauwerk über die Elbe. So hast du auch eine kreuzungsfreie Wegeführung. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Müsste ich mir mal notieren. Du meinst den Schwimmer-Stream? Yes, Fabian. Komisch, hab Stream aussetzt. Ja, das ist YouTube ist manchmal. Hatte ich heute Morgen beim Checko leider auch. Und vorhin beim Stream von Transcend World, dem Dovetail Direct, hatte ich das auch leider. So, jetzt muss man nur gucken. Das bauen wir hier gerade. Das war das hier. So, erstmal die Gleise hier rausführen. Hier rüber. Ja, da müssen wir die Straße erstmal länger bauen. Die Gleise hier direkt raus. Und dann über die Brücke. Passen, oder? Ja, das ist okay. Kann da die hier ran. Wir machen hier noch einmal eine Querverbindung. Jetzt sind wir schon 30.013 Abonnenten, also ich bin irgendwo verschollen gegangen. Ist das der Wahnsinn? Okay, das geht. Hier machen wir nämlich, wenn wir sie schon haben. Weil sie schön ist. Die oder die? Ja, die geht gar nicht. Das geht hier leider gar nicht hin, weil. Na. Doch, das würde. Nee, das ist zu nah. Gut, dann hat sich die Frage erübrigt. Dann nehmen wir die hier. Hier rüber. Zack. Sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut. Bis wann geht der Stream? Also, ja, ich hatte vor, mindestens bis 23 Uhr. Mal gucken.
Knapp 2000 Stunden habe ich in Transportfieber, knapp. Glätten wir hier ein bisschen so. Und dann ziehen wir hier drüben die Gleise hinaus. Da würde ich aber hier. Als erstes rausziehen hier rüber. Und einmal hier hoch. Cool, das kann viele, viele, viele Gründe haben, warum dein Transportweaver abstürzt. Du musst mal in die Crash-Datei gucken, in die ST-Dout, und dann bist du im Transportweaver-Forum am besten aufgehoben. Da sitzen die Profis. Diese Brücke heißt, ja, ich zeig's dir mal eben, wie die heißt. Die heißt, ich habe mir übrigens jetzt auch die Signalbrücken installiert, so heißt die. CRB, Fragezeichen, und hier steht A Bridge. Genauso wie die hier, die hatte ich ja heute zum Glück vorgestellt. Da gab es heute eine Mordvorstellung zu. Mach's gut, Coastal Trainer. Und gut aufpassen morgen in der Schule, ne? Schön, dass du da warst. Genau. Die hier ist das. Aber sieht cool aus. Passt hier gut hin, finde ich, über den Rhein. Macht was her. Gefällt mir sehr gut. Die findet man im Steam Workshop, Entschuldigung. Mach's gut, mein King, auch für dich. Danke und schön, dass du da warst. So, dann fahren wir hier. Will ich aber hier reinfahren. Hier hinten nach Neuss oder wir fahren direkt nach Köln, weil wir haben ja hier noch die S-Bahn-Gleise frei, ne? Da würde ich direkt hier reinfahren, würde ich jetzt sagen. Welches Städtchen liegt zwischen Neuss und Köln, was wir hier noch hinbauen können? Dafür würde ich das hier oben wegnehmen, Heimbach. Was könnte man hier noch hinbauen für alle, die in der Gegend wohnen? Schreibt es mir mal gerne rein. Ich habe das jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Mach's gut, Train-Fan. Meine Lieblings-Schnellzug-Dampflok. Boah, da bin ich raus. Esther, das hattest du mich gestern schon gefragt, ob ich nach einer Nordbaden-Württemberg-Karte gucken kann. Schauen wir mal. Und der Roadrunner hat seinen Abwasch fertig. Dormagen. Okay, dann machen wir hier Dormagen hin. Muss auch nicht groß sein. Machen wir hier klein. Wächst schon, glaube ich, selber ziemlich groß dann. Karneval morgen. Okay. Dormagen. Schön. Ja, dann können wir hier. Mache ich aber auch hier direkt in die Mitte. Oder pass auf, wir machen es ganz anders. Wir bauen erst den Bahnhof und dann die Stadt. Bin ja nicht blöd. Manchmal schon, aber. Hält auch der Rhein-Ruhr-Express und die Hamsterbacke von National Express? Bei mir hält nur die S-Bahn. Bei mir ist es nur die S-Bahn. Was haben wir hier eigentlich noch Schönes an Bahnhöfen? Nicht so richtig Geiles, ne? Den Bahnhof Viersen. Sollte aber hier fürs Örtchen reichen, oder? Ich mache mal eben eine Umfrage für euch. Umfrage: Welche Bahnhöfe oder welcher Bahnhof in Dormagen? Morgen.
Deutscher Bahnhof. Oder Bahnhof Viersen. Stimmt's mal ab, bitte. Weil so weiß ich, ob ihr die deutschen Bahnhöfe feiert oder ob ihr auch mal einen anderen wollt. Jetzt sind wir schon 30.015 Abonnenten. Das ist. Absolut gigantisch. Düsseldorf haben wir hier. Hier machen wir. Das müsste dann Düsseldorf Nord sein. Ne? Einfach Düsseldorf Nord. So. Kannst du mal wieder in Kassel-Würzburg von Kassel nach Fulda fahren? Meinst du den TSW? Da gab es doch erst vor einer Woche Samstag, gab es doch erst eine Intercity-Mitfahrt. Leipzig Hauptbahnhof. Dankeschön, Alpenstaubsauger. Und danke, Almenfist, für die Glückwünsche zu den 30.000 Abos. Vielen lieben Dank. Es gibt von Chiyuki Hoshizuki zwei krasse Soundmods für die Baureihe 423 und 425, die du mal vorstellen könntest. Findest du auf YouTube. Oh, danke, werde ich mir mal anschauen. So, was sagt die Umfrage? Ja, da wollen die meisten den Bahnhof Viersen. Ja, habe ich mir schon was gedacht, wollte ich eigentlich auch. Das sieht gut aus, 35-65%, dann bauen wir den Bahnhof Viersen. Ja, der Daniel schreibt auch, wir feiern die deutschen Bahnhöfe, aber es sind recht viele auf der Karte. Ja. Dann bauen wir den Bahnhof Viersen dahin. Würde ich aber, ja, machen wir hier so. So auf halber Strecke hier. Vielleicht so ein bisschen angewinkelt, so. Ich denke, Leipzig würde da exzellent hinpassen. Der Yoshi sagt, I mean, why not? Ja, warum nicht? Finde schön, dass du in Hessen lebst. Ich nämlich auch, war schon ab und zu in Kassel und Kassel-Wilhelmshöhe. Ja, da habe ich auch schon das eine oder andere Mal gefilmt. Ja, BR430, das Problem ist, wenn ich jetzt fahre von Fulda über Siegen, Fulda, Siegen, dann ein Zwischenort dazwischen, da können wir hier Bergisch Gladbach nehmen, nach Wuppertal oder Köln nach oder Dortmund und dann da runter. Könnte man machen, aber die Höhenunterschiede sind halt hier so krass, ne? Also wenn ich hier runterfahre, boah, das ist halt schon übel. Könnte ich mir überlegen, kann ich dir nicht versprechen, aber klingt erstmal umsetzbar. So, jetzt hier einmal. Das ist keine Verbindung. Doch, ne? Ah, jetzt. Ach, das ist verdeckt von der Straße, okay. Ja, klar. Also ich war schon öfter in Kassel beim Herkules. Selbstverfreilich. So, auf der Seite würde ich die Straße aber auch direkt an den Bahnsteig setzen. Damit die Häuser sich dann hier hinbauen. Hier ziehen wir die Gleise raus. Na. Aber haben wir nicht im Bahnhof Viersen auch in Bielefeld stehen? Auch gemacht, ne? Ja, der steht hier auch. Aber ja, gut, sei es drum. Hui, 50 Millionen macht er mittlerweile, unser Rhein-Ruhr-Express. Gute Nacht, Jonas. Für die S-Bahn gar nicht überdimensioniert, hat sich viele Ausweichterminals. Ja, so kann man das auch sehen, ne? Moin, Benjamin. Ja, ja, hier. Kassel haben wir hier. Da. Schon gut was los hier, ne?
Kassel hat sich keiner vom Herkules geschmissen. Da ist ein Mädchen beim Selfie machen runtergefallen. Ganz tragisch ist das gewesen. So, dann einmal hier hinaus. Und dann war das ja ein bisschen angewinkelt, ne? Genau, fahren wir hier. Und dann zack, einmal hier rein. Eishockey ist nicht so meins, Daniel, aber ja, in der Halle war ich schon mal. Moin Wolowitz und hi Liam. So, jetzt wollen wir nur gucken. Das Beste wäre, glaube ich, hier mal das Überwerfungsbauwerk. Wir fahren hier nach unten. Ich würde hier jetzt nicht noch eine Überwerfung hin machen. Ich würde jetzt hier tatsächlich einen Tunnel hinbauen, der hier reingeht. Ein Stück tiefer setzen. So. Hier den Tunnel rein. Für die S-Bahn. Tiefer setzen den Tunnel. Dass wir hier reinfahren. Ja, das ist gleich besser. Geschwindigkeit passt hier im Bahnhofsbereich auch gut. Zack. Dann fahren wir hier rein. Das ist okay. Ein bisschen planieren. Ich habe gerade gesehen, da die Semmeringbahn für TSW kommt. Ja, Space Monkey, aber sie kommt von Skyhook Games. Also da würde ich jetzt keine großen Erwartungen haben. Aber es ist vielleicht wie bei der Berliner Linie von Rivet Games, dass man dann, wenn man keine Erwartungen hat, dann doch positiv überrascht wird. Skyhook Games sind die, die Baureihe 187 gebaut haben. Ne, in Lüneburg war ich noch nie. Checo, mein Lieber, du bist ja immer noch da. Heute ist, glaube ich, beides Sonntag und Gönntag. Keine Ahnung, was heute mit unseren verrückten Zuschauern los ist. Es ist wirklich der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Was... Erst heute Morgen beim Checo, der wäre ja fast vom Stuhl gefallen. Der war auch total baff. Und jetzt hier bei mir. Mitgliedschaften, Donations. Der Checo hat 10 Kanalmitgliedschaften rausgehauen. Ja, das ist wirklich, man kann es gar nicht fassen. Das ist wirklich, vielen lieben Dank. ICE-Werk von Köln-Nippes baut den doch in Nippes hin. Stimmt, das gibt's auch, ne? Ja, aber ich bin auch der Meinung im Stream, Space Monkey, bei der Strecke Rosenheim-Salzburg, die 111er, ich bin der Meinung, die hatte den Sound von der 110er. Checo, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Jetzt haut der Checo hier noch 10 Kanalmitgliedschaften raus. Oh mein Gott, Lahilus. Yoshis Züge aus Dresden, SGD Löwe, The Perfect Pilot, Iron Fist, Jakob, Sieger, der Tech Report, der Dominik Gede und der MG King sind jetzt auch Mitglieder auf meinem Kanal. Also jetzt ich. Leute, ich bin kurz weg. Mach's gut, bin gleich wieder da.
Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und jetzt hat auch noch der Roadrunner auch noch einen Zehner rausgehauen und schreibt, wer ist hier verrückt? Leute, was ist denn los mit euch? Ich bin überwältigt. Und ich soll hier jetzt eine Strecke bauen oder was? Ja, der Checko hat mich umgehauen. Mike, genau, erstmal eine geraucht. Peng, peng. Ich hab nächsten Monat am 20.03. werde ich 40. 40 Jahre alt. Der Train, der Hype-Train. Na, das entscheidet YouTube selber, wer die Kanalmitgliedschaften bekommt. Das wird random. Wird das gemacht. Ich habe beim Mavericks Bastelstube habe ich auch schon ganz oft eine bekommen. Die hauen da auch immer raus ohne Ende. Das ist. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das ist ja, das ist unfassbar. Also weiß ich, wenn jetzt noch was kommt, dann brauche ich einen Schnaps oder sonst was. Oder Checo, mein Lieber, der feit, Alter. Der feit haut 20 € raus. Feit, du bist ja verrückt. Erstmal die Kanalmitgliedschaft abgegradet. Ich glaube, du hast vorhin schon mal einen rausgehauen. Ich habe den Überblick verloren. Ich muss mal ganz schnell gucken. Der gute Feit, der hat, glaube ich, vorhin auch schon einen rausgehauen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. 5,99 hat er vorhin auch schon rausgehauen. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Das ist ja. Prost. Ich habe gar keinen Schnaps hier. Jetzt habe ich gesagt, ich trinke einen Schnaps. Jacko, mein Lieber, im Sommer komme ich mit dem ICE nach München und dann kriegen wir mal eine Runde bei dir, mein Lieber. Der Stefan Kleiner haut einfach nochmal 10 Schweizer Franken raus. Ist das zu fassen, sowas? Wer ihn kennt, der liebe Klaus Kinski, der hat jetzt gesagt, ist das zu fassen, sowas? Der blöde Kerl haut einfach 10 Schweizer Franken raus. Der Raphael, 5 Euro. Der Thorsten Klitschinski, Mitgliedschaft. Was ist denn hier los? Da wirst du doch bekloppt. Am 15.03. hast du Geburtstag, Esther. Der Patrick 2,49 für eine Kugel Eis. Merlin King, tatsächlich habe ich beim Checko vorhin das Ganze mit PayPal gemacht. Du musst da, glaube ich, draufklicken auf Kreditkarte und dann gehen auch andere Zahlungsoptionen auf. Der Kilian, nächste Mitglied. Vielen lieben Dank. Also ja, vielen lieben Dank an jeden. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ihr seid einfach nur wahnsinnig. Der GIF 1 Euro. Trainfan WB. SGD Löwe, ja, 25.07. ist ein guter Geburtstag. Da ist immer schönes Wetter. Also hast du eine ziemlich hohe Chance, dass da schönes Wetter ist. Ich am 20.03. bin immer so, ja. Ist immer blöd, weil du nicht weißt, was es für Wetter gibt. Kann schön sein, kann nicht schön sein. Müsste die Bar vorbeibringen. Wolowitz, ich grüße dich. Und ja, alles Gute zum 13. Geburtstag. Ja, ich bin überwältigt. Ich weiß gar nicht, wie das große Streamer machen auf Twitch oder so, die da ständig irgendwie Prime-Mitgliedschaft und sowas. Ich
könnte das gar nicht. Ich würde, glaube ich. Jacob, jetzt ist aber gut. Nicht, dass deine Kinder nichts mehr zu essen haben. Jacob haut nochmal 10 Euro raus und fragt, was passiert, wenn ich hier drücke? Kann mal einer vorbeikommen und mich kneifen? Bauchköln, Chorweiler noch hin und dann noch Dormagen, Cempark. Ah, das wird zu eng. Der Olaf hat in 11 Tagen Geburtstag und der Franki ist letzte Woche 40 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Frank. Novemberwetter. Danke, Peter. Vielen lieben Dank für deine Glückwünsche. 11.9. ist auch meist schön, das stimmt. Aber 11.9. ist kein schöner Geburtstag. Also da kannst du ja nichts für, Marco. Aber wir alle wissen, was am 11.9. passiert ist. Am 8.2. ja, da ist meist Kackwetter. Der Jacko, Alter. Also, nicht nur wegen den Spenden, sondern einfach nur, weil es so Spaß macht, mit euch zu interagieren. Es ist wirklich ein super Stream. Der Fight. Fight, was ist los? Das gibt's doch gar nicht. Nochmal ein Zehner vom guten Fight. Und er schreibt, keine Ahnung. Das ICE-Werk können wir da wirklich... Aber gut, hier fahren ja keine ICEs, hier fährt ja nur die S-Bahn. Der beste YouTuber der Welt, das... Das ist beim Trains in Play auf dem Kanal. Da war der gute Foles, der viel für TSW moddet. Und der hat da gesagt, der größte Lohn ist halt, dass den Leuten das gefällt, was er macht. Und das ist halt bei mir genauso. Wenn ich hier lese, beste YouTuber der Welt, oder da hat jemand geschrieben, Paluten und du seid mein Lieblings-YouTuber, mit Paluten in einem Satz genannt zu werden, das ist einfach. Merlin King, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Und ja, alle, die heute hier so eskalieren, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich kann das gar nicht oft genug, das ist. Der Wahnsinn. Ja, wir bauen jetzt weiter. Der Luca hat recht. Nicht vergessen. Ja, Esther, ich vergesse das nicht. Puh. Ich bin einfach nur baff. Das könnt ihr mir glauben. Puh. So, den ziehen wir jetzt hier lang. Genau, dann kommt er nämlich schön hier raus. Ihr seid einfach nur der Hammer, schreibt der GIF. Und genau so ist es. Im positiven Sinne einfach nur absolut verrückt. So, guckt mal, wir fahren hier raus. Checko. Weiß das deine Frau? Ich hoffe doch. Nicht, dass du verprügelt wirst morgen. Er schreibt, warte, Fight, ich probiere auch nochmal drück. Pff, keine Ahnung, nischt. Nochmal 5 Euro vom guten Checko. Tut mir bitte einen Gefallen. Geht zum Checko rüber und macht alles, was ihr nur könnt. Liken, aufrufen, gucken, abonnieren. Der liebe Kerl hat meiner Meinung nach noch mehr Abos als ich verdient. Er macht so einen coolen Content. Er macht auch so viel für die Community, zum Beispiel die Tassen, die man da gewinnen kann. Wirklich eine coole Sache. Ja, wir teilen uns ja quasi die Community. Die, die bei mir schauen, schauen auch bei ihm und umgekehrt. Also ein großer Teil. Deswegen kann ich dir wahrscheinlich nicht so viele rüberschicken, Checko, aber... Bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte, bitte, ihr seht ja, was das für ein feiner Kerl ist. Geht rüber und eskaliert einfach bei ihm. Noch mehr als heute Morgen bei ihm im Stream. Sven Buen, Bühn, auch nochmal 5 Euro, Daumen hoch. Daumen hoch für dich, mein Lieber, für deine Donation. Danke, danke, danke. Seine Frau merkt es bestimmt, sobald die Kreditkarte beim Schuhkauf nicht mehr angenommen wird. Ja. Danke, Volker Höbusch, für deine Glückwünsche. Checkos Kontostand morgen wird so wie meiner sein. In TPF 2 dauerhaft im Minus. Checko, pass auf, dass man es nicht in die Kontoauszüge sieht.
Ach, Trainee, jetzt lass uns doch mal dich feiern, sagt der Checo. Ja, was ist so, Checo? Ich habe das weißt du, ich habe das schon so oft gesagt, auch in deinem Stream. Es ist einfach absolut, absolut schade, dass so ein cooler Content Creator wie du, na, nicht komplett unterm Radar läuft, aber ja, es ist halt klar, du wächst stetig, das sehe ich ja auch auf Social Blade, kann man ja immer so ein bisschen spicken. Aber du hast halt einfach viel, viel mehr verdient, meiner Meinung nach. Das ist halt einfach so. Grüße nach Kassel, schreibt der Esther. Der Merlin King schreibt, ihr beiden seid einfach genial. Das sag ich als 62-jähriger verspielter Gamer. Das ist immer schön, Merlin. Denn ich glaube, ich werde genauso sein wie du. Ich werde sogar noch zocken, wahrscheinlich auf meinem Sterbebett. Immer jung bleiben. Immer der bleiben, der man ist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Es ist schön, dass es hier ein Miteinander ist und kein Neid. Respekt von euch. Ja klar, Mann. Also das habe ich auch noch nie irgendwie. Ich weiß nicht, Neid ist doch einfach nur. Ist eine Todsünde und Neid frisst dich einfach auf. Gönn den Leuten noch einfach. Ist so. Ja, also ich würde auch nie. Wenn jemand irgendwie viel hat. Ich habe jetzt einen Fall gesehen von einer Influencerin, die hat auf den Malediven irgendwie für 20.000 Euro Urlaub gemacht. Hat aber auch Millionen Follower irgendwie auf Instagram. Und die hat halt einfach das Geld. Gönn doch einfach. Da haben dann einige geschrieben, ja, aber ich muss dann das verdiene ich nicht im ganzen Jahr und. Ja, klar, ich auch nicht, aber die Dame kann sich's leisten und dann kann man doch auch mal gönnen. Ich weiß nicht. Neid, also. Beim Checo gibt's morgen nichts zum Essen. Ich als ein 100 Jahre älter Mann finde euch beide. Ja, Luca, so alt bist du nur nicht. Dieser Stream braucht kein Bild. Ach, wenn ich das gerade sehe, Train Gamer, was sind das für Tunnel, die da zur Auswahl stehen? Nicht alle davon habe ich bereits selbst gefunden und geladen. Meinst du die hier? Warte mal. Na komm, jetzt bauen wir einen Tunnel. Meinst du die hier oben? Oder meinst du die Tunnelportale hier? Welche meinst du? Die unteren oder die oberen? Die alten Sex in the City Schuhe, das war meine. Kreditkarte hat sich aber gelohnt. Danke, Train-Fan. Danke, 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 danke. Also die unteren sind auf jeden Fall vom Peugeot Racer. Da hatte ich auch mal eine Mod-Vorstellung zu gemacht. Gibt es auf transportfieber.net. Nicht, dass Checos Frau bei mir dann anruft und sagt, sie möchte das Geld wieder haben. Zocke jetzt seit 48 Jahren, habe mit Pong angefangen. Krass, Raphael. Ja, ich habe damals mit dem C64 begonnen, tatsächlich. Also, mein Vater hatte den. Und dann hat man mal so ein bisschen da Maniac Mansion, wenn das jemandem was sagt. Also, die unten, ja. Das sind die vom Peugeot Racer, Sir Ramsack. Die gibt es auf transportfieber.net. Die heißen Tunnelportale. Gib einfach mal ein Tunnelportale, Peugeot Racer, TPF2 bei Google. Dann solltest du die finden. Ziemlich cool, die Teile. Gefallen mir sehr gut. So, jetzt haben wir das angeschlossen. Dann fahren wir hier drüben. Das sollte ja hier kein Problem sein mit der Ein- und Ausfahrt. Genau. Wir fahren hier raus und hier rein. Das funktioniert. Wie viel Leistung braucht man für TPF2? Kommt noch an, was man für eine Karte spielt. Also, mehr Leistung kann nie schaden, ne? Oh, bist du krank, Sir Ramsack? Dann mal gute Besserung. Ja, kommt auf die Anzahl der Mods an, auf die Kartengröße. Also da kommt auch viel, viel an. Oh, hier Doppeleinfahrt. Sehr schön. Rundtunnel für Straßen.
sagt mir jetzt nichts, ob es, also keine Ahnung, ob es da was gibt. So, und dann fahren wir ja hier mit, ne? Und dann haben wir es ja eigentlich schon. Ja, das ist die Rundlinie. Die hätten wir dann jetzt fertig, ne? Können wir in Betrieb nehmen quasi. Das ist echt krass, was aus der Map geworden ist schon, ne? Das ist wirklich, also wenn ich hier das Ruhrgebiet sehe. Das ist schon krass. Richtig, richtig übel. Richtig übel. Ja, also ich habe 32 GB RAM. Ich habe eine 3060 Grafikkarte mit 12 GB RAM. Ich habe zwei NVMe Festplatten, ganz wichtig wegen Schreibgeschwindigkeit. Und ich habe, ich vergesse das immer. Muss ich selber mal gucken. Warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Und ich habe einen Intel Core i5 10-Kern-Prozessor mit bis zu 4,6 GHz. So, mein Herz beruhigt sich jetzt wieder ein bisschen. Der Donation Train hat so ein bisschen nachgelassen letztlich. Junge, Junge, Junge. Die Rattenvoliere gereinigt und dabei vom frischen Streufuhr ein bisschen was an Staub in die Atemwege bekommen. Aber es wird seither nicht besser mit dem Husten. Uiuiui, das hört sich aber nicht gut an. Monika Hinterhuber, ich grüße dich. Bist du zu spät? Man ist nie zu spät. Man kann immer alles nachgucken. So, jetzt, aber wenn wir heute noch nicht so viel geschafft haben, wir werden jetzt hier die Linie in Betrieb nehmen. Dann werden wir natürlich die Städte hier noch, Dormagen müssen wir auch noch wieder hinsetzen. Und dann schauen wir mal. Das ist ja schon hier, wollen wir auch noch eine Straße. Würde ich die hier wegnehmen? So viele Häuser gehen da nämlich nicht bei drauf. Baue die hier mal gerade mit. Wir machen hier einen Bahnübergang, aber ein bisschen weiter weg vom Bahnhof. Ja, Speicher ist halt immer am allerwichtigsten, ne? Da kann man nie genug von haben, obwohl ab einer gewissen Speichergröße kann er gar nicht mehr den gesamten Speicher nutzen. Also nehmen wir mal die. Die haben wir noch gar nicht gehabt auf der Map. So. Noch eine kurze Frage. Oben links in deinem Kategoriemodus, wo du die Geschwindigkeit sehen kannst, der zweite Button von oben, wo du den Einzugsbahn siehst. Ist das eine Mod? Ja, das ist die Network Coverage Map. Du meinst die hier, ne? Die hier meinst du, ne? BR430. Tatsächlich, The Perfect Pilot baut gerade der Foley Lantern an der Strecke Köln-Düsseldorf. Network Coverage Map, genau, Train Fan 10. Yoshis Züge über Geld spricht man nicht. Das macht man nicht. Denn sowas, das unterstelle ich jetzt nicht dir, aber generell schürt sowas Neid. Und das mag ich nicht. Ob man da nun 100 Euro oder 5 50.000 verdienen oder ihr wisst doch, manche Menschen sind da einfach schlimm, nenne ich es mal so. Also keiner von euch, ich meine jetzt niemanden persönlich, aber manche Menschen sind so zerfressen von manchen negativen Gefühlen. Also ich kann dir sagen, dass man im Durchschnitt zwischen, 2,50 € und 4 Euro pro 1000 Aufrufe verdient. Ja, was ist das nächste Projekt nach Usedom? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es gibt ja diese tolle Karte, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
da habe ich heute die Mod-Vorstellung drauf gemacht von der Brücke. Die reizt mich halt schon sehr. Und der gute ZHD, der macht ja auch immer mega, mega geile Karten. Da gibt es auch viel, viel Auswahl. Also nach Usedom auf jeden Fall was Bergigeres. Ja, 32 GB RAM sollten es schon sein. Genau, jetzt haben wir das hier angeschlossen. Jetzt müssen wir hier noch Dings bauen. Immer wenn ich Dings sage, ne, komme ich mir irgendwie blöd vor. Das liegt daran, ich hatte jetzt in der letzten Zeit mal so ein paar Sachen vom guten Drachenlord geguckt. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch, wo er seine Let's Plays gemacht hat. Und er hat so oft, sagt er, ich mache jetzt noch Ding. Und das ist mir dann irgendwie immer unangenehm, wenn ich das sage. Ihr wisst wahrscheinlich warum, ne? So, einmal hier einen Bahnübergang, machen wir hier drüben auch noch einen. Den machen wir aber mal so ein bisschen angewinkelt. Genau, BR430, das ist die Network Coverage Map. Checke ins Bett gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Der Verrückte. Halbschranken, das passt hier eigentlich ganz gut. Ihr wisst, was ich meine mit dem guten Herrn Winkler, ne? Ja, Checo. Da fliegen nochmal 2 Euro vom Checo rein, es ist einfach unfassbar, der Mann ist. Ja, ja. Bei BMW muss man arbeiten. Dann klappt das. Danke, Checo. Vielen, vielen lieben Dank. Er ist wohl noch nicht ins Bett gegangen. So habe ich das aber nicht gemeint, dass du jetzt nochmal donaten sollst, sondern ja. Er ist einfach verrückt. Also. Sagt zu seinen Zuschauern, sie sind verrückt, weil sie da donaten. Und haut hier heute 2020 Kanalmitgliedschaften raus. Insgesamt, ich muss jetzt noch mal gucken, weil wie gesagt, der Überblick ist absolut verloren gegangen. Haut insgesamt 2, 7, 17, 17, genau, haut insgesamt, hoffe ich habe nichts übersehen, 2, 5, 7, 7, nochmal 10, 17 Euro und 20 Kanalmitgliedschaften raus. Aber sagt zu seinen Zuschauern, sie werden verrückt. Checo, du bist ein wenig, ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, eine Schweizer Karte ist recht bergig, das stimmt. Ey, Checo, du darfst natürlich ruhig öfter kommen dann, ne? Die arme Frau von Checo. Eine Schweizer Karte hatten wir ja mit der Rhonetal-Map. Die hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht. Ist dann ja natürlich verschütt gegangen. Aber ich werde dann nochmal eine Umfrage machen. Ich werde mir 3, 4 Karten raussuchen und dann könnt ihr abstimmen, was wir da benutzen. So, jetzt wären wir ja hier eigentlich gut bestückt. Nochmal. Zack. Und dann bauen wir hier Dormagen wieder hin. Zack. Dormagen. Ja, das wäre natürlich schön, wenn der Eismaster das macht. Also der Kölner Hauptbahnhof ist ja der absolute Knaller, ne? Jetzt habe ich auf der anderen Seite die Treppen vergessen. Ich bin. Ah, nee, der hat ja hier gar keinen Anschluss. Stimmt. Das war ja gar nicht ein deutscher Bahnhof. Die armen Checo-Kinder.
Ja, die Armen, die Armen. Guten Abend, Katzbock. Schön, dass du mal reinschaust, mein Lieber. Das gibt ja, also wir haben ja hohen Besuch heute, der gute Katzbock. Auch immer mal wieder unterwegs auf meinem Kanal. Sehr, sehr cool, dass du reinschaust. Danke, mein Lieber, für deine Glückwünsche. Kann man hier zweiten Strand? Habe ich mal wieder übersehen, ne? Los. Wo haben wir denn hier? Ah, wahrscheinlich nur. Geht im Nachhinein nicht mehr, ne? Ah. Naja, halb so wild fährt der Bus hier einmal im Kreis. Sehr schön. So, jetzt aber Signale. Bau das ICE-Werk über den Tunnel. Stimmt, das können wir hier noch einstellen, ne? Habe ich das aktiviert? Ich hoffe es. Wenn ich das nicht aktiviert habe, dann beiße ich mir selber im Popo. Natürlich nicht. Ach, schaut mal hier. Die Donaustadtbrücke. Aha. Wo kommt die dann her? Die ist natürlich auch schön, ne? Kann man hier hinbauen. Mit Überlandbussen könnten wir machen, ja. Ich wollte aber hier Heimbach wegnehmen für Dormagen. Katzbock, mein Lieber. Du hast wahrscheinlich nicht mitbekommen, was heute hier im Stream los war. Jetzt kommst du hier rein und haust auch noch mal einen Zehner raus. Katzbock, mein Bester, vielen, 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 vielen lieben Dank für die Donation. Ich bin einfach nur fertig mit der Bereifung. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht schlafen kann. Wahrscheinlich schon. Nachdem ich dann den Super Bowl geschaut habe. Der Wahnsinn. Na gut, Stream RWL kann ich wahrscheinlich nur am Wochenende. In der Woche mal, dann ist es aber eher Jurassic World Evolution, was mir im Moment auch ziemlich viel Spaß macht. Lieber Luca, wir halten hier, halten wir frei für das ICE-Werk. Das ist ja dann auch direkt an der Schnellfahrstrecke. Das werden wir hier dann hinbauen. Das passt hier gut hin, da hast du recht. Das machen wir auf jeden Fall. So, Signale. Dann nehmen wir aber KS-Signale. Da bauen wir hier direkt eins hin. Bekommt Albträume von den ganzen Donations. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, wie ich das Ganze verarbeiten soll. Träume. Ich träume wahrscheinlich eher davon, dass ich 100 Mal Danke, 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 Danke sage. Wie ist es mit 30k Abos? Ja, nicht anders als mit 29.999, aber es ist halt wirklich dieser Sprung von der ersten Zahl, von der 2 zur 3. Es ist halt, ich habe es schon so oft gesagt, ich bin so absolut dankbar. Nichts ist Gott gegeben, es ist einfach nur nicht selbstverständlich. So viele fangen mit YouTube an und so viele machen YouTube und am Ende des Tages. Haben wir hier nur das Problem. Gute Nacht, Christian, schön, dass du da warst. Dass wir hier schon eine S-Bahn halten lassen, ne? Aber gut, die Ringbahn hält ja dann hier und auf dem Rückweg hält die dann auch hier und muss ja nicht wieder rausfahren, das ist das Gute. Das ist dann nicht so verkehrt. Hier haben wir ja schon ein Signal. Das passt. Also das, ja gut, die Ausfahrt von hier ist ja schon eingestellt. Das passt also.
Ich weiß, dass es den Stuttgarter Fernsehturm gibt, Luca. Das weiß ich. Zecke Tobias, du bist ja auch da. Habe ich dich schon begrüßt? Nein, das ist nicht Hin- und Rückweg, das ist die Endstation hier. Endstation. Fährt hier rein und dann fährt sie wieder raus. Patrick. TPF kannst du auch auf dem Mac spielen, ja? Jurassic World, wie gesagt, Sonntag ist ja eigentlich immer mein Tag, wo ich Aufnahmen mache. Für Transport über zwei Folgen. Das fällt natürlich heute weg. Morgen kommt Usedom. Wie gesagt, ich werde jetzt bis kurz nach 11 streamen, dann nochmal gucken, ob ich ein Video mache für TSW. Ein News-Video, was da heute alles so angekündigt wurde. Kann es aber nicht versprechen, ob ich das noch schaffe. Ja, dann mal gucken. Morgen Abend oder übermorgen ein, zwei, drei Folgen aufnehmen von der Karte hier. Ja, mal gucken. Vielleicht Mittwoch oder Donnerstag Jurassic World. Habe ich dich übersehen, Tobi? Das tut mir echt leid. Mach's gut, The Perfect Pilot. Schön, dass du da warst und gute Nacht. Der RWL sagt, für die letzten Minuten noch mal gönnen. Genau, hier haben wir die Ausfahrt schon gestellt quasi. Ja, das ist ja auch schon signalisiert hier alles. Hier fährt ja schon die S-Bahn, da brauchen wir keine Signale mehr. Und hier müssen wir das einmal versetzen, nämlich vor die Weiche. Einmal hier noch eins hin, genau. Hier auch noch eins vor dem Bahnübergang. Hier auf der Brücke. Nach der Brücke. Tut mir leid, Tobi, ich bin so durch mit den Nerven. Die Gefühle überwältigen mich einfach. Und wenn ich hier irgendjemanden vergessen habe, dann tut es mir echt leid. Bei Donations, bei Kanalmitgliedschaften. Welche Brücke meinst du, Patrick? Meinst du diese Brücke mit den blauen Bögen? Wie heißt denn eigentlich die S-Bahn, die von Köln zum Düsseldorfer Flughafen fährt? Wie ist die benannt? Die mit den blauen Bögen, das hatte ich eben schon gezeigt. Die ist aus dem Steam Workshop, die ja, hat aber eine chinesische Bezeichnung, die kann ich jetzt nicht sagen. Gib einfach mal im Steam Workshop Bridge ein, dann kommt die, glaube ich, sogar schon auf der zweiten Seite. Die hat auch genau dieses Bild hier mit den blauen Bögen im Vorschaubild, kannst du nicht übersehen. Sir Ramsack, es gab mal ein Discord, aber das ist schiefgegangen. Ich habe da kaum Zeit für. Das wurde dann moderiert da und das ist leider in die Hose gegangen. Da war absolutes Chaos und am Ende fällt das auf meinen Namen zurück und dann ja, wurde das auch aufgegeben. So, neue Linie. Das machen wir jetzt definitiv noch. Von Neuss nach Dormagen. Düsseldorf, Derendorf. Ne, Dormagen. Dann fahren wir nach Kölle, aber auf die 10. Warte mal. Fahren doch hier rein. Hey.
verstehe ich nicht. So, die 10, ne? Warum will der von der anderen Seite kommen? Warte mal, wer... nach Düsseldorf. Fahren dann hier hin. Düsseldorf Nord. Und wieder nach Neuss. S11. Ring. Linie 1. Brauchen wir nämlich 2. Wird dann auf der Chiemsee-Karte aufgebaut. Meinst du die Brücke, Patrick? Dann in die entgegengesetzte Richtung. Gleich 2 S-Bahn-Linien mehr, ist eigentlich ziemlich cool. Gefällt mir. Andere Farbe nehmen wir hier. Gelb haben wir hier noch nicht. Na, Köln füllt sich aber auch langsam, ne? Das ist auch schon krass. Dormagen und dann noch Neuss. S11, Ring, Linie 2. Wie lange dauert es noch, bis du hauptberuflich dabei bist? Meinst du hier bei YouTube? Moin, moin, Dave. Grüße zurück nach Lübeck. Esther, ist ein schöner Abend und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie pissig sein, aber ich habe dir ja schon gesagt, dass ich das google mit dem RNV und wenn du das jetzt hier alle gefühlt 10 Sekunden reinschreibst in den Chat, ich habe das auf dem Schirm und werde das mal machen. So. What the hell? Was macht die S-Bahn hier? Wo läuft hier deine Aftershow-Party? In meinem Kopf. Oh Mann, Jacko. Warum fährt ihr die S6? Was ist denn mit der falsch? Du sollst doch hier fahren. Ja, Luca, ich war da im Sommer in Köln. Ich habe in einer Stunde habe ich so viele Züge gefilmt. Absolut krass. Alles gut, Esther. Nur bringt ja nichts hier, das alle 10 Sekunden reinzuschreiben. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass ich das mache. Ja, die Aftershow-Party können wir ja in Las Vegas im beim Super Bowl feiern, Jacko. Einen guten Abend, Julian. Mensch, ich muss was sagen beim Stellwerk. Ja, das ist, um von YouTube zu leben, musst du schon wirklich ein bisschen größer sein. So ein bisschen. So, ich würde sagen, da kommt die nächste. Süd, Düsseldorf, Hattingen, Köln. Dennis Soyal, mein Lieber, das nächste Kanalmitglied. Vielen, vielen lieben Dank, mein Guter. Sehr, sehr geil. Kleiner Support an TrailGamer. Patrick, hallo an dich. Hallo zurück, mein Lieber, und vielen, 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 vielen lieben Dank. Du bist einer von ganz, ganz vielen, die heute Abend absolut eskaliert sind. Vielen lieben Dank.
Sir Ramsack, vielleicht hast du es nicht mitbekommen, weil wir haben unser Kind leider Ende November verloren. Aber brauchst jetzt nicht irgendein schlechtes Gewissen haben. Das hat wahrscheinlich nicht jeder mitbekommen. Alles gut. Ja, Super Bowl. Ich weiß noch nicht, ob ich nur bis zur Halbzeit gucke. Mal gucken. Ich glaube, Patrick, die sind bei der Aftershow-Party, glaube ich auch. So, jetzt schicken wir hier noch ein paar Züge los. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kein Stellwerk habe. Das könnte natürlich auch sein. Ja, 2 Stunden sind jetzt ja nicht so viel, ne? Alles gut, Sir Ramsay. Kannst ja, ich hatte das im Community-Tab geschrieben. Das hat wahrscheinlich nicht jeder gesehen. Alles gut. Alles gut. Konntest ja nicht wissen. In Fettnäpfchen tritt jeder mal. Alles gut. So. Nehmen wir einmal die 425er. Nehmen wir dann aber die von 2,19. Bei DB Netz alles möglich, das ist wohl richtig. Gute Nacht, Roadrunner. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank für alles und gute Nacht, mein Lieber. Sir Ramsey, wie gesagt, also das war jetzt kein großes, alles gut. Wirklich, brauchst ja gar keinen Kopf mehr. So, was schicken wir hier los? Auf jede Route 3 erstmal. Nee, die 423er aus Stuttgart passt jetzt hier nicht so ins Ruhrgebiet. Eine Woche Faschingsferien. Ich werde bekloppt. Eine Woche Faschingsferien. So, die 423er war hier, genau. Haben wir auch als S-Bahn Köln. Azubio. S-Bahn München. S-Bahn München. S-Bahn München. Das meiste ist S-Bahn München, ne? Dann nehmen wir die 22er. Mal. Eine Baureihe 401. Nehmen wir die China-Variante hier nochmal. Oh, das war die falsche. Auf die gelbe. Und auf der gelben Fährte. Genau, jetzt passt es wieder. Wir schmeißen jetzt in Dauerlife die Nacht durch, bauen jetzt noch die Hochbahn und unterhalten uns parallel zum Super Bowl und machen die Nacht durch. Ist klar. Ich mache den Entertainer. Ferien. Oh, hätte ich auch noch mal gerne.
die ICL als S-Bahn nebenbei der Höchstgeschwindigkeit und dem Design. Ach, die arme Deutsche Bahn, die arme Deutsche Bahn. Aber verdient haben sie es ja eigentlich, ne? Eigentlich ja schon. So, was haben wir noch im Angebot? Nehmen wir die noch. Warte mal, das war das hier, ne? Also die pinke Linie. Einmal pink. Und einmal gelb. Wann würde es die ersten Güterzüge geben? Ja, da hatte ich ja jetzt schon mal was zugesagt. Ich bin jetzt erstmal komplett damit beschäftigt, überhaupt Personenlinien in Betrieb zu nehmen. Wir werden dann irgendwann große Güterhubs machen. Wir haben ja hier eh kaum Industrie auf der Map, müssen wir eh selber bauen und dann werden wir das mit Güterhubs machen. Wir wollten nochmal nach Berlin. Ach du liebe Güte, schaut mal hier. Wahnsinn, ne? Obwohl wir den Kapazitätsmod drin haben. Echt übel, was hier weggekachelt werden muss an Passagieren. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Der Checo lebt noch, ja. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Neukölln ist am größten. Okay. Wahnsinn. Städte. Es sind jetzt schon 3600. Eieieiei. Drei Wochen Urlaub in Norwegen. Das hört sich gut an, mein lieber Katzbock. Berlin ist riesig geworden, ja. Ein Liniennetzplan generiert? Nee. Sowas gibt es leider, glaube ich, nicht. So, meine Lieben, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ich bin nach wie vor innerlich, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie ich das benennen soll. Ich kann dieses Gefühl nicht benennen. Absolut baff. Vielleicht trifft es das am besten. Ne, beim Dom erstmal nicht, weil es da die ganze Zeit bimmelt. Gehen wir mal hier hin. Können so ein paar Minuten unterhalten. Ich bin überwältigt von euch und eurem Support und allem drum und dran. Auch was die Aufrufe angeht, also man kriegt ja in seinen YouTube Analytics kriegt man immer so Wochenberichte und Monatsberichte und ich kann euch sagen, die ersten Wochen jetzt im Jahr 2024 sprengen alles, was ich bisher an Aufrufen, Likes, geteilten Videos, Abos hatte. Ich hatte im ganzen letzten Jahr wartet mal eben. 2023, im ganzen letzten Jahr hatte ich 4338 neue Abos. In den ersten Wochen des neuen Jahres habe ich jetzt schon, heute ist noch gar nicht mit drin, 1000. Das ist der Wahnsinn. Absolut überwältigend. Wirklich, wirklich krass. Checo. Der Checo hat einfach nochmal 5 Mitgliedschaften raus. Das ist Checo. Mein lieber Checo. Vielen lieben Dank und schlaf gut, mein Lieber. Ich hoffe, dass deine Frau morgen nicht auf das Konto guckt und du mich morgen anrufst und fragst, ob ich noch ein Zimmer frei habe. Der Trainfan 10 ist jetzt ein Mitglied. Der Ozin Hartmann ist ein Mitglied. Der Stefan Meyer, der JWH Malz
und der Kai Henniges. Wahnsinn. Habt euch da abgesprochen, oder? Der Fight haut doch nochmal 10 Euro raus. Ich bin der Kaiser von Kassel, sagt der Mann. Der Kaiser von Kassel. Also Fight und Checo. Wahrscheinlich ist Fight Checo. Zweiter Count. Bestimmt. Nein, Spaß. Ist das zu fassen, sowas? Unglaublich. Checo, schreib mal was. Ja, lol, schreibt er. Mach's gut, Max. Viele Grüße aus Ulm, schreibt er. Viele Grüße zurück nach Bayern. Schlaf gut. Train Gamer. Lol, schreibt der Checo. Zugabe, schreibt der MHL. Leute, ich applaudiere euch. Das war der krasseste Stream, den ich je hatte. Wir haben nichts geschafft groß. Wir haben nur den Ring gebaut. Ich habe so langsam das Gefühl, der Checo wurde überfallen und jemand hat seinen Account genommen. Und ballert jetzt sein Geld raus. Das ist doch nicht normal, oder? Der haut einfach nochmal 5 Euro raus. Noch eine schnelle gute Nacht mit Fahrt. Machen wir. Wir steigen in den Rhein-Ruhr-Express und machen eine kleine gute Nacht mit Fahrt. Einmal über die Hohenzollernbrücke drüber. Gute Nacht, Ozin Hartmann. Ich weiß gar nicht, ob ich den Abend genießen kann oder ob ich jetzt erstmal eine halbe Schachtel Zigaretten rauche. Gute Nacht, BR430. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen ruhigen Arbeitstag morgen. Esther, ich vergesse das nicht. Was haben wir denn, die Gleisverbindung, was ist denn mit dem? Was haben wir denn hier? Hier wird ja nur reingefahren, also ist das Signal hier okay. Hier haben wir ein Signal für die Rheinfahrt. Die wird nur rausgefahren. Passt eigentlich. Der ist jetzt abgedampft hier rein. Dort wird es sehr bald Zugstaus geben, aber warum? Wir haben ja die blaue Linie, fährt ja hier rein, die fährt ja dann durch, ne? Das ist ja der Rhein-Ruhr-Express. Na gut, der könnte eigentlich auch. Der könnte eigentlich auch hier lang fahren, ne? Nee, kann er nicht. Der hier lang fährt. Hier rüber. Müssen wir hier noch eine Weiche reinbauen. Dann haben wir den da schon mal weggeknüppelt. Jetzt eine Weiche reinbauen. Dann machen wir hier einen Wegpunkt hin. Wir haben so einen Gleiszwerg hier hin. Dann nehmen wir uns den RE11
Signal 7. Ne, wartet mal. Vor dem Kölner Hauptbahnhof. Genau, Haltestelle hinzu. Hier lang. Genau. Dann haben wir den hier weg. Dann sollte das ja schon mal besser sein, ne? Danke, guter Tobi. Das ist, glaube ich, so viel, viel besser, wenn wir das so machen. Ja, gehen wir mal rein in die S11. Eine kleine Runde nochmal. Aber nicht in die Baureihe. Dann nehmen wir die 425er. Was ist die? Nee, auch nicht. Oh, wo haben wir denn jetzt unsere 425er? Wo knüppeln die denn lang? Hier, ne? Perfekt. Der alte Mann und das Bett ruft. Gute Nacht, Merlin King. Entspannt hier noch eine Runde mit. Mach's gut, RWL, ja. Bier habe ich leider keins im Haus. Mal gucken, ob ich noch irgendwas finde, Chantre oder so. Die gelbe Linie auch ändern. Gucken wir gleich mal, oder? Beim nächsten Mal, oder ich mach das mal offline. Mit. Der Checker hat einfach 25 Kanalmitgliedschaften rausgehauen. Wird da gar nicht drüber fertig. Jägermeister. Ja, stimmt, hast recht, Patrick. Wir fahren ja jetzt eh rein. Und dann schaue ich mir das mal an. Checkomeister. Also für alle, die das jetzt nachträglich geschaut haben, sorry, dass wir nicht so viel geschafft haben, aber geht bei Checko rüber, beschwert euch bei ihm. Captain Porn, releasen kann ich das. Ich kann es schon releasen, aber es gibt halt einige Mods, die ich benutze, die es so öffentlich nicht gibt, was dann zu Fehlern führt, wenn du den Spielstand laden willst. Dankeschön, Tim. Dann sag deiner Frau mal Dankeschön.
Kommt denn irgendwann noch eine Mitfahrt auf der S11 und auf der zweiten U-Bahn-Linie in Berlin? Also die zweite U-Bahn-Linie in Berlin, nein. Aber die S11 auf jeden Fall. Und dann haben wir auch noch die S1. Die haben wir auch noch. Und den RE11 haben wir auch noch. Also es gibt noch einige Mitfahrten, die da kommen. Definitiv. Ich denke mal, dass die nächste Folge hier von der Staffel am Dienstag kommt. Und da machen wir eine Bahnhofsdeko-Folge. Ich weiß ja gar nicht, ob da eine reicht. Vielleicht brauchen wir da auch zwei. Ich habe beim letzten Stream gefragt, ob ihr das wollt. Da haben die meisten gesagt, ja. Gerade Hamburg Hauptbahnhof, ne? Da fehlt auch noch einiges. So, jetzt einmal drauf auf die Hohenzollernbrücke und dann schauen wir mal. Das sieht schon genial aus, auch wenn der Dom falsch rum steht. Ja, ich weiß, aber es sieht schon cool aus. Und dann steigen wir hier in Köln auch aus. Das sieht schon klasse aus, wenn man hier reinfährt, ne? Gut, das ist wirklich ein unnötiger Gleiswechsel. Das ist wirklich... Ah, das hatten wir bei der anderen Linie aber auch schon mal. Deswegen liegt hier schon ein Wegpunkt. So. Gut, meine Lieben, ich bin nach wie vor baff. Ich gehe wahrscheinlich auch auf die Nerven damit. Ja, Checko, die ist echt geil, die Brücke, ne? Danke, VQZX-3 für die Glückwünsche. Hast echt einen Stream verpasst, ja, den die Geschichte eingeht. Alle hier total eskaliert, der Checko 25. Kanal wirklich schaffen rauskommen. Viele neue Mitglieder, viele neue Donations. Also, ich muss das erstmal verarbeiten. Also. Der Dom klingelt im Hintergrund. Was will man mehr? Ich wünsche euch allen einen schönen Restabend, einen schönen Start in die neue Woche. Viel Spaß beim Super Bowl, falls ihr den schaut. Und ja, morgen kommt eine Folge Usedom-Karte. Alles andere kann ich noch nicht versprechen. Vielleicht mache ich heute Abend auch gar nichts mehr. Und vielleicht fällt auch Dienstag mal ein Tag komplett aus. Ich weiß es noch nicht. Weil wenn ich heute Nacht Super Bowl gucke, morgen früh dann zur Arbeit gehe, werde ich wahrscheinlich morgen Abend schlachttot sein. Und vielleicht sogar morgen Abend gar nichts schaffen aufzunehmen. Vielleicht fällt dann Dienstag mal aus. Weiß ich aber noch nicht. Ich ja, sag nochmal absolut großes Dankeschön. Wir können nochmal den Endbestand an Abonnenten uns reinhauen. Wir haben jetzt 30.025 Abonnenten. Gestartet ist der Stream mit 29.990. Also 35 neue Abos. Wow. Wirklich absolut gigantisch. Dankeschön für alles. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Thank you.